für das Lotzebach-System aufrufen. Hier war ein Rederecht, oder das hat er ohnehin, aber schon auch avisiert und als einzigstes gemeldet, nämlich der Ortsvorsteher von Kossebau, der Lutz Kusche. Und ich darf ihn nach vorne bitten zu seinem Beitrag. Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Beigeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Ich danke Ihnen erstmal, dass ich nochmal zum Thema Hochwasserrisikomanagementplan ein paar Worte sagen darf und möchte nochmal die Beweggründe für die Ablehnung der Ortschaft Kossebaude und auch für die Ablehnung der Ortschaft Mobschatz ganz kurz darlegen. Und zwar, der Grund für die Ablehnung war, dass die Maßnahme M6 in der Vorzugsvariante des Fachamtes nicht enthalten war, weil die Vorzugsvariante beziehungsweise weil die Maßnahme M6 nur einen Kosten-Nutzen-Faktor von 0,3 aufgewiesen hat. Die Maßnahme M6 ist das Hochwasserrückhaltebecken im Bereich Rennersdorfer Hauptstraße. Und wir haben also sozusagen das abgelehnt mit der Begründung, dass man den Hochwasserschutz nicht nur auf einen Kosten-Nutzen-Faktor ausrichten kann, sondern man muss es natürlich auch auf Leib und Leben, das bedroht ist, ausrichten. Ich habe dazu noch einmal die Vorlage der Verwaltung selbst mir zu Gemüte gezogen. Und da war Folgendes drin. Im Begründungstext heißt es, dass die Richtlinie 2007/60 der EG im Prinzip ins Wasserhaushaltsgesetz des Bundes umgesetzt wurde und auch im sächsischen Wassergesetz umgesetzt wurde. Und in beiden Gesetzen heißt es, und zwar, ich zitiere jetzt mal, Ziel der Richtlinie, also der Richtlinie der 2007, Ziel der Richtlinie ist es, einen Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeinschaft zu schaffen. Und ähnlich heißt es natürlich auch im Wasserhaushaltsgesetz, die nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit und so weiter und so fort sind sozusagen abzustellen. Und das ist unser Beweggrund gewesen, um die Vorlage abzulehnen. Wir waren dazu auch im Ausschuss und haben einen Zusatztext hineinformuliert, und zwar unter Punkt 4. Ergänzend ist die Maßnahme M6, welche aktuell in der Anlage 8 Tabelle 2 geprüfte Maßnahmen enthalten ist, noch einmal hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu untersuchen und bezüglich deren möglicher Genehmigungsfähigkeit mit der Landesdirektion Sachsen abzustimmen. Die Ergebnisse sind den Ortschaften zur Beratung zu geben und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Und ich würde Sie jetzt bitten, genau diesen Text sozusagen so zu beschließen, damit die Maßnahme M6, also das Hochwasserrückhaltebecken, nochmal geprüft wird, weil aus unserer Sicht ist jeder Tropfen Wasser, der im Oberlauf zurückgehalten wird, weniger Wasser, was im Unterlauf Hochwasser verursacht und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verursacht und natürlich auch eventuell beim nächsten großen Ereignis vielleicht auch mal ein Menschenleben kosten kann. Recht vielen Dank. Aber das ist ja bereits im federführenden Ausschussbericht enthalten und im Prinzip soweit. Und der ist einstimmig empfohlen worden. Gibt es dennoch weitere Redewünsche? Das kann ich nicht sehen. Ach doch, Herr Nitsche, will da, bitte. Jetzt, so. Ich würde das gleich vom Platz aus machen. Ich hätte eine Frage an die zuständige Bürgermeisterin. Es geht ja, uns ist bekannt, Lotzebach, Tennisch-Grundbach, die Überschwemmungsgebiete und gerade bezüglich der
Reinigungsarbeiten im Lötzebach hätte ich doch ganz gern gewusst, wie oft die Reinigungsarbeiten denn jährlich stattfinden. Denn wir haben aus den Ortschaften die deutlichen Signale bekommen, dass es eben nicht ausreichend ist, nicht zweimal pro Jahr gereinigt bzw. viermal pro Jahr kontrolliert wird und dass sich aus dem heraus dann Ansammlungen von Totholz und Ähnlichem ergeben, welche dann halt die Überschwemmungsgefahr erhöhen. Sehr geehrter Herr Stadtrat, danke für Ihre Frage. In der Ausschusssitzung, wo wir sehr intensiv diskutiert haben und gerne dem Wunsch der Ortschaften, es waren ja mehrere, gefolgt sind, war das kein Thema. Herr Stadtrat Nitsche, vielleicht können Sie mir diese Anmerkungen weiterleiten. Die beziehen sich ja jetzt nicht auf die Hochwasserrisikomanagementplanung, Vorlage, sondern auf die natürlich wichtige Gewässerbewirtschaftung. Und dann würden wir das natürlich gern beantworten und vielleicht auch gleich dem Umweltausschuss mit beantworten. Die Kollegen werden es auch wissen kommen. Also schicken Sie es mir einfach weiter auf meine Adresse und dann kriegen Sie eine Antwort, eine ganz konkrete. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, dann wollen wir mal den ersten Beschluss für heute einfahren. Und ich darf den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung. Damit so beschlossen.